Psychopath oder Narzisst oder sogar beides? Wen hast du oder hattest du da an deiner Seite? Erstes Unterscheidungskriterium, die Genese der Persönlichkeitsstörung. Und da gleich vorab, als Psychopath kann man nicht diagnostiziert werden. Diese Terminologie findet sich nicht im DSM-5 noch in der ICD-10 respektive 11. Ein Psychopath ist das äußerste Ende des Spektrums einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geht man primär davon aus, dass sich diese Störung entwickelt hat aufgrund von Traumatisierungen in der Kindheit. Wobei eine genetische Disposition die Muttererde sein könnte und sich dann on top drauf die Traumatisierung gelegt hat, die dann der wesentliche Motor für die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung ist. Bei einer Person mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, also das äußerste Spektrum dann der Psychopath, geht man ebenfalls von einer genetischen Disposition aus, die sich allerdings primär in der Funktion und in der Struktur des Gehirns manifestiert. Das Gehirn eines Psychopathen tickt ziemlich anders als eines des Narzissten und auch noch ziemlich anders als eines normalen Menschen. Und das hat wesentlichen Einfluss auf die Reizaufnahme, auf das Fühlen, Denken und Handeln des Psychopathen. Ein maligner, psychopathischer Narzisst wird kreiert, indem die Eltern das Kleinkind erstmal pampern, idealisieren, auf ein Podest stellen etc. und dieses Kind dann irgendwann, ohne ersichtliche Gründe für das Kind, abrupt von diesem Podest runterstoßen. Und das am besten noch im Laufe der Zeit abwechselnd. Idealisieren und dann vom Podest runterstoßen. Das Kind wird wiederholend traumatisiert. Es befindet sich in einer Dauertraumatisierung. Zweites Unterscheidungskriterium, die Zufuhr. Ein Narzisst braucht existenziell die narzisstische Zufuhr. Narzisstische Zufuhr sind die vier S's: Supply, die Zufuhr, Sex, Services und Safety, die Sicherheit. Und dabei ist insbesondere deine emotionale Zufuhr in Form von Anerkennung, Aufmerksamkeit etc. wichtig für die Aufrechterhaltung der Grandiosität des falschen Ichs des Narzissten. Mit deiner Zufuhr bestätigst du dem Narzissten, dass sein falsches Ich real ist und nicht einfach nur ein fantastisches Hirngespinst. Der Psychopath hat kein Bedürfnis nach narzisstischer Zufuhr. Der braucht keine anderen, um sich irgendwo wertig zu fühlen. Der Psychopath ist zielorientiert, der will spezifisch etwas von dir. Dein Geld, Sex, Kontakte, die du hast, die ihn weiterbringen könnten, zum Beispiel beruflich etc. Und wenn er das dann von dir hat oder er merkt, dass er das von dir nicht bekommt, dann schmeißt er dich einfach von einer Sekunde auf die andere weg. Ein maligner, psychopathischer Narzisst braucht die narzisstische Zufuhr auch, weil er ist von der Basis her ein Narzisst, bedient sich jedoch insbesondere in Stresssituationen, wo er zum Beispiel narzisstisch gekränkt wird, psychopathischer Verhaltensweisen. Ist dann also zum Beispiel sehr zielorientiert und kriminell unterwegs. Drittes Unterscheidungsmerkmal, die Stabilitätsinsel. Ein Full-Flash-Narzisst hat eine Stabilitätsinsel. Das kann zum Beispiel sein Job sein oder die Firma, wo er für Jahrzehnte ist. Oder seine Ehefrau, mit der er seit Jahrzehnten verheiratet ist. Und alles um diese Stabilitätsinsel drumherum ist Chaos. Also hat er seinen Job über Jahrzehnte bei der gleichen Firma, hat er vielleicht schon 10 Ehefrauen gehabt. Oder hat eine Ehefrau seit Jahrzehnten und dafür hat er schon XY Jobs gewechselt. Ein Full-Fledged-Psychopath hingegen hat nicht mal eine Stabilitätsinsel. Sein Lebenswerdegang ist primär durch Chaos gekennzeichnet. Kein nachvollziehbares Lebensziel, viele Abbrüche, Unterbrüche, nicht erklärbar, nicht selten mit krimineller Vergangenheit. Ein maligner Narzisst switcht im Laufe seines Lebens seine Stabilitätsinseln. In seiner Vita wirst du verschiedene Stabilitätsinseln vorfinden, die sich wechseln, austauschen ohne erkennbare, nachvollziehbare Gründe. Viertes Unterscheidungskriterium, das Prosozialsein. Ein Full-Fledged-Narzisst ist prosozial und nicht selten auch ein People-Pleaser, weil er braucht bedingungslos die Zufuhr, die narzisstische Zufuhr von anderen. Der Psychopath hingegen ist nicht prosozial, er braucht solche Zufuhr nicht. Der ist vom Grundsatz her ein Einzelkämpfer, ein Einzelgänger. Sich nur auf andere in Anführungsstrichen einlassen, wenn er spezifisch was von denen haben möchte. Ansonsten kommt der Psychopath wunderbar mit sich selbst aus. Ein maligner Narzisst braucht die narzisstische Zufuhr, agiert also auch prosozial, hat allerdings auch Phasen, insbesondere wenn er narzisstisch gekränkt wurde, wo er in den psychopathischen Einzelgängermodus switcht. Fünftens, Fantasiewelt.
Narzissmus ist ein kompensatorischer Abwehrmechanismus, der sich fantastischer Elemente bedient. Der Narzisst kreiert mit dir als sein intimer Partner eine Shared Fantasy. Das ist eine Fantasiewelt, die mit der Realität nicht wirklich was zu tun hat. Der Narzisst ist unfähig, in der Realität zu leben. Er benötigt andere zum Realitätscheck. Der Psychopath hingegen lebt vollkommen in der Realität. Der braucht keine Fantasiewelt wie der Narzisst, um überleben zu können. Und er braucht auch nicht andere für den Realitätscheck. Der Psychopath ist sozusagen geerdet in der Realität. Der maligne Narzisst ist eher ein Fantasieweltläufer, ist allerdings sehr realitätsnah, wenn er sich psychopathischer Verhaltensweisen bedient. Sechstes Unterscheidungskriterium, das falsche Ich. Der Narzisst hat sich dieses grandiose, omnipotente falsche Ich kreiert, um sein kleines, inneres, traumatisiertes Kind zu schützen. Dieses falsche Ich ist all das, was der Narzisst meint, nicht wirklich zu sein. Als Kleinkind war es sein imaginärer Freund, der sich dann verselbstständigt hat zu seinem imaginären Gott. Fallen diese Masken des falschen Ichs, weil du ihn zum Beispiel öffentlich kränkst, dann ist das so, als ob du ein Ei hast ohne Schale. Der Narzisst kann nicht überleben ohne seinem falschen Ich. Der Psychopath hingegen braucht dieses falsche Ich nicht, weil er hat kein kleines traumatisiertes Kind in sich, das er zu schützen hat. Den Psychopathen kannst du da vergleichen mit einem Roboter. Der Psychopath ist die Masken. Und er kann die Masken so gut spielen, weil dahinter ist nichts, noch weniger als wie beim Narzissten. Der Psychopath hat im Laufe seines Lebens gelernt, optimal zu spielen, optimal ein Schauspieler zu sein, um seine Zielsetzungen zu erreichen. Ein maligner Narzisst ist da eher narzisstisch orientiert. Er hat sein falsches Ich, ist allerdings im Maskenwechseln besser geübt als der pure Narzisst. Siebtes Unterscheidungskriterium, das emotionale Spektrum. Der Narzisst hat den Zugang zu seinen positiven Emotionen verloren im Laufe der Zeit. Er lebt primär seine negativen Emotionen aus. Wut, Hass, Neid, Trauer, Angst etc. Der Psychopath hat noch nicht mal wirklich Zugang zu seinen negativen Emotionen, geschweige denn, ob er überhaupt welche hat. Er ist da wie ein automatisierter Roboter. Und diese Emotionslosigkeit, die siehst du auch an seinem Gesichtsausdruck. Die Mimik ist starr und unbeweglich. Und die Augen, die sind eiskalt. Wenn du da reinguckst, hast du den Eindruck, du blickst durch. Da ist nichts, da ist keine Seele. Und so gucken die dich denn auch an. Entweder die gucken durch dich durch, weil sie dich eh nicht sehen, oder sie starren dich an. Das Starren machen zwar auch die Narzissten, nur wie die Psychopathen dich anstarren, ist noch eine andere, in Anführungsstrichen, Qualität als die eines Narzissten. Bei einem Psychopathen fühlt man sich wie bei einer Fleischbeschau angestarrt. Ein maligner Narzisst hat negative Emotionen, allerdings im psychopathischen Modus switcht er auf komplett eiskalt. Und damit kommen wir zum achten und wesentlichen Unterscheidungsmerkmal zwischen einem Narzissten und einem Psychopathen. Ein Narzisst ist emotional involviert. Zwar nicht in dich und auch primär nur mit seinen negativen Emotionen, jedoch ist er emotional involviert in seine Shared Fantasy. In diese Shared Fantasy, in den toxischen narzisstischen Kreislauf, ist der Narzisst emotional involviert. Da investiert er emotional rein. Und wenn diese Shared Fantasy mit dir zum Beispiel kaputt geht, dann trauert er dahinter ran auch nach. Aber er trauert nicht dir nach, sondern er trauert, dass diese Shared Fantasy jetzt nicht mehr da ist. Er trauert, dass es auch diesmal irgendwo nicht geklappt hat, dass er sich von seiner Ursprungsmutter separieren und sich selbst so individualisieren konnte. Ein Full-Flash-Psychopath hingegen ist emotional 0,000% involviert. Noch nicht mal mit negativen Emotionen, weil die hat er auch nicht. Wenn dich eine Person von einer Sekunde auf die andere discardet und sich auch nicht mehr meldet, dich komplett ausradiert aus seinem Leben, dann wird das eher ein Psychopath oder ein maligner Narzisst sein. Ein Full-Flash-Narzisst versucht noch irgendwo Bestandteil deines Lebens zu sein. Und wenn auch nur negativ. Ein Psychopath hingegen schmeißt dich komplett weg und Hoovern ist nicht angesagt. Neuntes Unterscheidungskriterium, das Lügen. Es sind primär Psychopathen, die lügen, und zwar bewusst und gewollt und zielorientiert. Ein Narzisst hingegen glaubt seinen eigenen Schwachsinn, den er dir da erzählt. Sein, in Anführungsstrichen, Lügen ist eher Konfabulieren. Und es ist auch nicht ein Narzisst, der gaslightet,
und oder Future Faked, weil er macht das nicht mit einer Zielsetzung und auch nicht primär, um dich hinters Licht zu führen. Das macht der Psychopath, allerdings nicht der Narzisst. Der Narzisst, der glaubt seinen eigenen Kram. Ein maligner Narzisst glaubt auch seinen eigenen Kram, den er da erzählt, agiert allerdings im psychopathischen Modus zielorientiert. Und jetzt lass mich uns doch wissen, wen du an deiner Seite hattest oder noch hast. Eher ein Narzisst, ein Psychopath oder ein maligner Narzissten. Und wenn du die Unterscheidung zwischen Narzisst und Borderliner nicht verpassen möchtest, dann Abo hinterlassen. Was kannst du nun lernen, mitnehmen aus diesem Beitrag? Erstens, ein Psychopath ist das äußerste Spektrum einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Also schlimmer antisozial geht's gar nicht. Zweitens, Narzissten und Psychopathen unterscheiden sich in ihrer Entstehung, in ihrer Motivation und in ihrem Verhalten. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. Drittens, je genauer du für dich spezifizieren kannst, ob du da einen Narzissten, einen Psychopathen, einen malignen Narzissten etc. vor dir hast, umso besser kannst du deinen Ausstieg und deinen Heilungsprozess planen und umsetzen. Du bist stark, du schaffst das, glaub an dich.